Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in der Air Force Base stehen geblieben. Und wir gehen jetzt hier einfach wieder raus. Hoffen, dass hier wieder alles einigermaßen laggig läuft, weil ich habe mich gerade bemerkt, dass es ein wenig laggig am Anfang war. Okay, scheiße gelaufen. Was soll's. Genau, was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Weile in der Air Force Base abgammeln. Ich hoffe jetzt mal nicht allzu lange. Und es lädt. Und lädt. Und lädt. Gut, jetzt lädt es nicht mehr. Gut, wir müssen irgendwo da unten hin. Da hinten sehe ich, es irgendwie so Flammen regnen. Ich wette ausgerechnet, da hinten müssen wir hin. Und hier vor sich zeigen wir noch ein Simpack. Ich kann mir vorstellen. Da oben. I can see you, little bastard. Wo ich ihn noch. Nein, nicht getroffen, oder? Nein, ich treffe ihn nicht. So, doch, kritischer Schleichangriff. Treffe ich ihn? Da wollte ich gerade sagen, jetzt muss ich sie noch eines Tages zerreißen. So, wieder richtig. So. Die Doppel wird hier einfach als gerade abgeballert. Da ist eine Minigun. Ja, du bist nur so ein scheiß Soldat, der Enklave, kein Guter. Du auch. Ich bin noch klein. Jetzt steht hier doch mit auch noch im Weg. Ganz ehrlich, wer nennt seinen Hund schon Hundefleisch? Waren wir in dem Teil schon drinne? Ich meine, ja, hier waren wir schon drinne. Ich wollte gerade sagen, ich meine mich zu erinnern, dass wir in so einem Teil drinnen gewesen sind. Okay, gehen wir mal ins Innere von diesem Teil hier. Das ist so ein riesiges fahrbares Teil. Aber okay, gehen wir rein. Mobiler Stützpunkt. Der Name sagt schon aus. Okay. Die mobile Plattform der Enklave betreten. Die Steuerung aktivieren. Okay. Achso. Deaktivieren. Wir haben ja ein bisschen von 80. Okay, erstmal hier mal so entlang chillen. Ich hab schade, ich hab nicht gedacht, da wäre jetzt irgendetwas drinne, was uns helfen könnte. Oh, da ist ein Roboter. Ah, aber das ist ordentlich benutzt. Munition hier erstmal besorgen. Deaktivieren. Okay, Sensormodul brauchen wir nicht. Cherry Bomb nehmen wir einfach mal mit. Weil wenn die nichts fliegen, immer wieder her damit. Cherry Bomb. Ich weiß, ist da noch ein Teil drin gewesen, das bin ich jetzt wohl zu voll, um rauszuholen. Ist ja irgendwie sonst nur Scheiß außer dieser Reparaturkasten. Nein, tun Sie mir bitte nicht weh. Ich arbeite doch nur hier. Hä? Was machen Sie hier unten? Ich arbeite mit Robotern. Ich repariere sie. Ich habe gesehen, was Sie gemacht haben, bevor Sie in die Basis gekommen sind. Sie tun mir doch nichts, oder? Na gut, ich werde Ihnen wie tun, da... Oh. Bitte, lassen Sie mich gehen! Ich habe Ihnen doch nichts getan! Das ist hoffnungslos! Okay, ich mag ihn nicht. Schau mal, wie er rauskommt! Au! Fuck, oh. Fuck, ich hätte... Ich glaube...
Was hatten wir da an? Robo-Overall. Alter! Nein, das ist doch nicht. Fick dich. Nein, das wollte ich gerade verhindern. Okay. Ich mag den Kerl nicht. So muss ich ihn töten. Wo bist du? Oh, ich wette, ich habe hier gerade irgendeinen Alarm ausgelöst. Ja. Okay, nee, das gehen wir doch mal noch mal ein wenig hier anders an. Ich bin Stoff der Albträume, Leute. Ich bin so böse. Deaktivieren das Abschlussfeld. Genau, mein letztes Mal sind wir hier rechts lang gegangen. Ich habe gedacht, wir bekommen jetzt irgendwie schlechtes Karma, wenn wir ihn killen. Aber es war nicht der Fall, deshalb werden wir ihn doch jetzt in Ruhe lassen. Vielleicht entbehrt dann sogar seinen Roboter und dann hilft er uns im Kampf gegen die Enklave. Nein, tun Sie mir bitte nicht weh. Ich arbeite doch nur hier. Okay, was machen Sie unten? Ja, das haben wir schon gehört. Das hatte ich auch nicht vor. Ach, dem Himmel. Okay, ebenfalls sehr erfreut. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Ja. Mann, bin ich froh, dass Sie bemerkt haben, dass ich keiner von diesen Verbrechern bin. Ich werde Ihnen alle Fragen beantworten. Ja, was für Verteidigungseinrichtungen sind im obersten Stock? Nun, genau über uns ist eine Todeskrallenforschungsanlage. Die meisten Todeskrallen sind draußen im Kampf, aber ein paar werden schon hier sein. Außerdem gibt es ein paar Roboter in der Anlage, die über den Zentralrechner gesteuert werden. Und dann sind da noch ein paar uniformierte Kerle, aber bei weitem nicht mehr so viele wie früher. Robotnik, ich sagte, alle Roboter werden von einer V31-Zentralrechner gesteuert? Ach, wie schön, endlich jemanden zu treffen, der versteht, wovon ich rede. Es ist eigentlich eine modifizierte Version des V29, aber mit verbessertem RR-Protokoll und weitaus sicherer Datenübertragung. Wenn es Ihnen gelingen würde, in den Zentralrechner einzusteigen, könnten Sie alle Roboter in der Anlage steuern. Okay, wie komme ich zum Satellitenturm? Der Satellitenturm befindet sich auf dem Dach der Basis. Sie müssen ihn gesehen haben, als Sie hereinkamen. Sie müssen aber durch den zentralen Steuerbereich, um auf die Abschussplattform zu kommen. Und auf der Plattform bekommen Sie es wahrscheinlich mit ein paar Soldaten zu tun, bevor Sie den Satellitenturm erreichen. Okay. Also wo genau sind der Zentralrechner? Sie müssen in den oberen Stock. Der Zentralrechner steht so ziemlich in der Mitte des Stockwerks. Okay, und was war das andere? Sind äußerst hilfsbereit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich will schon lange weg. Ich habe Sachen für die Enklave getan, verstehen Sie? Sachen, auf die ich nicht stolz bin. Aber ich hatte keine Wahl. Als die Enklave mich aufsammelte, litt ich an Strahlenvergiftung und war halb verhungert. Ich stand in ihrer Schuld. Aber jetzt ist es Zeit zu gehen. Sie sind die perfekte Ablenkung, damit ich mich mit ein paar Robotern und Vorräten aus dem Staub machen kann. Ich helfe Ihnen und Sie helfen mir. Okay, viel Glück da draußen. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ich muss mich auf die Suche machen, solange es noch etwas zu finden gibt. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Los, Sparky, gehen wir. Okay, verschwinden wir einfach. Hat nichts Karma-mäßiges gegeben. Hoover. Deaktivieren. Gut, weil hier sehe ich nämlich gerade ein paar Erste-Hilfe-Kästen, die wir hundertprozentig gebrauchen werden. Was ist hier sonst noch? Medix. Na, wie soll ich das Skalpell jetzt genommen? Da ist noch ein Wodka. Right away. Wie soll ich das Wodka mitgenommen? Finde ich sehr sozial, dass sie hier doch noch so viele Sachen in den gelassen haben. Mentet. Wie oft benutzen wir eigentlich Drogen in diesem Spiel? Gar nicht oft, oder? Die habe ich jetzt eigentlich nur ganz selten benutzt. Da Mentet. Meistens habe ich ja irgendwie verkauft. Gut.
Vielleicht kommen wir da zu einem Stockwerk. To Pit. Warning, lift death claws. Doch, wir können leben. Startplattformbasis. Und was wird uns da jetzt wohl entgegentreten? Wahrscheinlich der Untergang der Welt. Oder irgendwas ähnliches. Nein, ich werde diesen Todeskrallen. Storage. Ne, da sind die Todeskrallen drin. Bereich sauber, niemand hier. Okay. Alarmstufe gelb. Wachsam bleiben. Alarmstufe gelb. Wachsam bleiben. Da sind welche. Ziel im Visier. Waffen bereit. Ziel im Visier. Waffen bereit. Für den Präsidenten. Der Präsident ist schon lange tot, du Spacko. Ich hab den neuen. Wo ist der jetzt so aus? Ich hab noch andere Leute gesehen. Was ist denn das? Ah, ich wette, da sind Todeskrallen. Ah, stimmt, der hat ja so einen Teil auf dem Kopf, der gehorcht uns ja. Also ist der Kerl cool. Schade, dass ich ihn angeschossen habe. Ich habe eine positive IP fürs Ziel. Alter, mach ihn fertig, Todeskralle. Bin ich sozial. Ganz ehrlich, würde ich mal irgendwie mal so einer Todeskralle in Real Life begegnen, hätte ich schon ziemlich Schiss. Weil mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Und es laggt. Boah. Das war jetzt gerade ein Ultra-Lag. Sorry. Und es laggt immer noch zwischendurch. Aber wir wollen jetzt eh gleich den Part wenden. Okay, vom Wollen ist jetzt nicht die Rede. Oh nein, ich wollte nicht mit dir reden, Charon. Let's go. Ich wollte hier rein. Stimmt. Und wenn wir hier weitergehen. Mach mir Angst. So. Alter, was hat denn der für eine komische Säge? Boah! Ich kann euch nicht helfen, wenn... Boah! Geht ja mal gar nicht. Boah, ich werde hier... Ich werde hier gleich doch nicht. Ja, ich habe nicht sterben gehört. Nein, doch nicht. Okay, nee, wir geben ihn jetzt mal ins Impact. Gehen wir, Junge? Okay, jetzt wollen wir eher um Charon sorgen. Zum Beispiel jetzt so. Okay, an dieser Stelle werden wir jetzt sowieso den Part beenden. Mal sehen, wo ich jetzt beim Laden rauskomme. Statt Plattformbasis, okay. Okay, Leute, das war mal wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.